Ist das sozialistische Schulsystem am Ende angekommen? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast Gunnar Kaiser, welcher 1976 im schönen Köln geboren wurde und dort Philosophie, Germanistik und Romanistik studierte. Sein Debütroman Unter der Haut erschien 2018 im Berlin Verlag und wurde 2019 als Taschenbuch im Piper Verlag publiziert. Gunnar Kaiser arbeitet seit 2001 als freier Journalist im Bereich Literatur, Kultur und Philosophie, unter anderem für die Neue Züricher Zeitung, Schweizer Monat, Jüdische Allgemeine, Taz, Rheinischer Merkur, Berliner Zeitung, Stadtrevue und Literaturkritik.de. Seit 2016 betreibt er unter anderem auch den Kulturblog und YouTube-Kanal KaiserTV. Ich freue mich sehr auf dieses interessante Interview. Herzlich willkommen bei VivuTerra hier und jetzt. Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass er mir heute von seiner Zeit schenkt, um mit mir über das sozialistische Schulsystem zu sprechen und sage zunächst einmal herzlich willkommen, Gunnar Kaiser. Hallo Francine, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Hast du wirklich vom sozialistischen Schulsystem gerade gesprochen? Ich habe wirklich vom sozialistischen Wow, Schulsystem gerade das gesprochen. ist interessant. Ja, darüber können wir gerne sprechen. Ich bin davon überzeugt, dass das heute ein sehr interessantes Interview mit dir werden wird. Und genau, ich spreche ganz bewusst tatsächlich vom sozialistischen Schulsystem, weil diese zentralistischen Pflichtschulen fast ausschließlich von Sozialisten und somit eben von Zentralisten bestimmt und geführt werden. Und wie ich auf deiner Blockbuster-Preis, nee, nicht auf deiner, sondern auf der Webseite Blockbuster-Preis lesen kann, unterrichtest du ja auch Deutsch und Philosophie an einem Gymnasium. Was ist denn im Moment bei dir der Fall? In welchen dieser Bereiche, also Schriftsteller, freier Journalist, Gymnasiallehrer und eben auch YouTuber mit deinem YouTube-Kanal KaiserTV, investierst du denn im Moment am meisten deiner Energie und Aufmerksamkeit? Ja, das ist sehr interessant, weil da, wo ich gerade rausgegangen bin, investiere ich immer noch, glaube ich, am meisten Energie. Nämlich, das Internet ist da gar nicht mehr so aktuell. Ich bin seit ungefähr 4 Wochen kein Lehrer mehr und habe also diesen Beruf hingeschmissen. Nach 16 Jahren, 16 Jahren verbeamtet, Gymnasiallehrer in Nordrhein-Westfalen, und den ich auch sehr gerne gemacht habe und wo ich auch jetzt, ich bin nicht gegangen worden oder ausgeekelt oder so, sondern es war schon eine relativ freiwillige Entscheidung. Wenn man jetzt nicht sagen würde, okay, diese ganzen Maßnahmen, die uns da immer näher eben auf den Pelz und vor allem eben den Kindern rücken, sind ja auch schon eben eine Art von Unfreiwilligkeit. Und da habe ich eigentlich mich sehr, ja, intensiv mit beschäftigt, was sind die roten Linien? Da habe ich mich schon ganz am Anfang gefragt, was wäre meine rote Linie? Einmal so allgemein in dem, was in der Gesellschaft passiert, aber auch als Lehrer, wo man ja dann auch nochmal in der Verantwortung ist gegenüber jungen Menschen. Was will man nicht mitmachen? Und dann geht's darum, eben, dann ging es um das Testen, dann ging es um die Masken, dann ging es um die soziale Distanzierung, die Digitalisierung des Unterrichtes, der Verlust an Bildung und an Spielen, an den wirklich den Dingen, die eigentlich den Menschen Spaß machen in der Schule und bis hin dann zur Impfung oder zur Frage, ob man die Impfung an oder dir das Recht auf Bildung an die Impfung bindet. Und ich bin da eigentlich rausgegangen aus einer Gewissensentscheidung, wo ich gesagt habe, ich schmeiße hin, ich mache da nicht mit. Und gleichzeitig beschäftige ich mich jeden Tag noch viel stärker irgendwie damit. Einmal zum Beispiel über solche Interviews oder indem ich Texte darüber schreibe und auch noch mit Lehrern und auch Schülern in Kontakt bin, um zu gucken, okay, wie kann man das jetzt begleiten? Wie kann man aber auch den Unmut, der sich jetzt ja doch auch der größer wird, wie kann man den nutzen, um es in etwas Positives zu verwandeln? Und da beschäftige ich mich gerade mit. Also du nutzt quasi im Grunde genommen all deine Möglichkeiten, die du jetzt noch hast, nur dass du aus der Lehrerrolle rausgegangen bist. War das für dich eine Art Befreiung?
Total. Und es war keinerlei Nostalgie mit dabei, was mich dann teilweise ein bisschen gewundert hat, weil es ja auch sehr viele schöne Seiten gab, auch in meinem Lehrerdasein und überhaupt in der ganzen Arbeit. Das ist im Moment noch nicht, dass ich da irgendwas vermisse. Das hängt aber, glaube ich, damit zusammen, dass das letzte Jahr so unglaublich deprimierend und enttäuschend und wirklich bar jeder Lebendigkeit war, so dass man sich gar nicht mehr genau daran erinnern konnte, was war es eigentlich nochmal, was mir Spaß gemacht hat in der Schule. Und da war dann viel, ne? Die Klassenfahrten, die Ausflüge und alles, was eben an Lebendigkeit dort auch ja immer schon angelegt ist, was da raus will an Lebendigkeit, auch an Eigeninteresse von Schülern, weil das ist ja eigentlich das Spannende, dass man, sagen wir mal, das Schwierige. Zum einen hat man da lebende Personen vor sich, die eigene Bedürfnisse haben, eigene Interessen, eigene Ziele und Motivationen und auch eben einen sehr individuellen Zugang zu allem, zu allen Dingen, Menschen, Themen, Sprache. Und auf der anderen Seite hat man das System, ja, den Lehrplan und die Kompetenzen, die Erwartungen, das Benotungssystem. Und das muss man versuchen, in Einklang zu bringen, was meines Erachtens letztendlich zum Scheitern verurteilt ist. Und dass ich das nicht gemerkt habe, 16 Jahre lang, ist eigentlich das, was ich mir am ehesten vorwerfe. Also ich habe es mal so zwischendurch gemerkt, dann gab es mal so vor 7, 8 Jahren, also auch gerade in der Gesellschaft, so diese Themen, neues Bildungssystem, neues Schulsystem, neues Lernen. Da kam der Film Alphabet raus von Erwin Wagenhöfer. Da hat man stark darüber diskutiert und da habe ich auch gedacht, was kann ich denn im System versuchen zu verändern, dass mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit mit drin ist, mehr, ja, wie Ken Robinson es nennen würde, mehr in seinem Element sein. Ja, wenn der Mensch in seinem Element ist, dann ist alles andere ist nebensächlich. Und das habe ich aber verloren. Und ich habe mich da wieder vom System einfangen lassen und mir das vorspielen lassen, ja, es ist schon irgendwie gut so, wie es ist. Und über diese Krise habe ich gemerkt, nee, nichts ist gut. Ein Schulsystem, das das zulässt, wo die Leute das abnicken, was da passiert, da stimmt was von Grund auf nicht. Da ist irgendwas an der Wurzel morsch und morbide. Und das wird auch zum Scheitern, es ist zum Scheitern verurteilt, das wird auch kollabieren. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt schon positive Systeme auch aufzubauen. Was war denn für dich die rote Linie, wo du gesagt hast, also bis hierhin und dann gehe ich da, aber dann spiele ich dieses Spiel nicht mehr weiter mit? Es war am Anfang das Erste, was man sozusagen neu machen musste, den Kindern die Masken aufzwingen. Und das wusste ich, das mache ich nicht. Da habe ich remonstriert. Das ist ja das Recht und auch die Pflicht von Beamten in Deutschland zu remonstrieren, wenn eine Anordnung gegen ihr Gewissen geht, aus guten geschichtlichen Gründen. So gesagt, nein, das ist nicht meine Aufgabe und das ist auch unmenschlich und das mache ich nicht. Das hatte aber nur zur Folge, dass man das ja ein bisschen achselzuckend zur Kenntnis genommen hat. Das hatte nämlich auch sonst keine weiteren Folgen. Ja, dann remonstriere halt. Die Schüler tragen zum einen die Masken selber freiwillig. Das ist eben das Gemeine. Dass man hat gar nicht das Gefühl, man würde ihnen damit einen Gefallen tun, weil sie alle schon so in der Angst sind, dass wenn man ihnen jetzt sagen würde, was ich dann auch nicht gemacht habe, ihr zieht die Masken ab, so, wir sind alle frei oder so, sondern also von mir aus, ne, so. Aber die sind dann selber so ängstlich, dass sie es nicht machen. Und dann kommt man natürlich auch wieder in die Bredouille und sagt ja, okay, wenn ihr innerlich das gar nicht wollt, ja, ich bin nicht, na, es ist natürlich auch nicht meine Aufgabe, euch zu einem Glück zu zwingen, sozusagen, ja. Oder man muss ja auch jeden dann sehen, auch in seiner individuellen Angst oder Befürchtung. Und manche machen das ganz, ganz gut mit oder sagen das zumindest, ja, mir macht das nichts aus, ich trage die Maske gerne und so. Gut, da muss man natürlich dann auch Respekt vorhaben. Und das war so das Erste. Das Zweite, wo es wirklich dann auch noch zu einer stärkeren Reaktion geführt hat, war, dass ich selber die Maske hätte tragen müssen im Unterricht. Es gab so in Nordrhein-Westfalen so eine gewisse Phase, wo man als Lehrer sagen konnte, aus pädagogischen Gründen ziehe ich die Maske nicht an, weil ich ja mit euch kommunizieren muss, zum Beispiel gerade als Sprachlehrer und so weiter. Das habe ich dann auch nie gemacht. Und dann hieß es aber irgendwann, nee, das gilt jetzt nicht mehr. Der Lehrer muss eine Maske tragen. Und dann habe ich auch also offiziell gesagt, mache ich nicht. Ich trage keine Maske im Unterricht. Und da war halt schon dann die Reaktion, gut, dann müssen wir sie des Schulgeländes verweisen. Was dann aber nie passiert ist, weil
man das natürlich auch durchsetzen muss. Und wenn man kann das halt sagen, aber man muss es auch nicht durchsetzen. Und da ist auch nichts passiert. Ja, ich finde das wirklich, also spannend kann man eigentlich gar nicht dazu sagen, sondern eher traurig. Also ich erlebe das auch immer bei mir hier im Umfeld. Ich habe in der Nähe eine Schule und da gab es jetzt letzte Woche Freitag einen Fahrradlernkurs. Und da waren wirklich alle Schüler draußen in der Natur auf den Fahrrädern, also keine Gruppenbildung, sondern alle einzeln und alle mit Maske. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, ne? Und dann war dort eine junge Frau, die auch sagte, sie könne das irgendwie gar nicht sehen. Und ich dachte nur so, ja, endlich sagt mal jemand was, ne? Und ich konnte mich dann auch nicht zurückhalten und habe das dann unterstützt, also wollte ihr dann noch positiv zusprechen. Nachher hat sie herausgestellt, dass sie eine Lehrerin war und auf der anderen Straßenseite gegangen ist, weil sie dann dort keine Maske tragen musste. Und ich mir schon dachte, okay. Und dann kam von der anderen Lehrerin und sagte, ja, wir haben den Kindern das ja auch schon gesagt, aber da vorne steht das Recht, also die Polizei, und die beachten das ja hier alles. Dachte ich, gut, da bin ich mit meinem Hund an der Polizei vorbeigelaufen und habe nur mal gefragt, ich sage, finden Sie das eigentlich gut, was Sie hier machen? Und dann sagte die Polizistin, ja, irgendwie müssen die Kinder ja Fahrradfahren lernen. Ich sage, ja, da bin ich vollkommen bei Ihnen, aber ich sage, das ist ja mit einem riesen Sichteinschränkung mit dieser Maske im Gesicht. Ich habe denen gesagt, die dürfen die auf dem Fahrrad ausziehen, aber die tragen das freiwillig, die stört das nicht. Mit so einer Selbstverständlichkeit, dass ich auch dachte, so wie weit haben wir unsere Kinder eigentlich schon gebracht? Wie indoktriniert sind diese Kinder, dass sie es nicht stört, dass sie das vergessen, dass sie überhaupt diesen Maulkorb, ich kann es nicht anders bezeichnen, im Gesicht tragen. Mhm. Und auch noch jeder sagt, naja, dann ist das eben so, ne? Das finde ich erschreckend das und traurig. Das ist wirklich erschreckend und das ist ein krasser Fall von Konditionierung auf so einer fast gesamtgesellschaftlichen, ja oder doch gesamtgesellschaftlichen Dimension. Mhm. Da werden Leute zu einem Verhalten gebracht, das für sie noch vor einem Jahr total unnatürlich gewesen wäre. Und auf einmal ist das Gegenteil natürlich. Mir hat auch eine Schülerin gesagt, das fand ich unglaublich traurig, dass sie das übertrieben fände, dass die manche Erwachsenen sagen, ja, die Kinder leiden ja am meisten darunter. Sie sagte, also ich leide, die ist 11 Jahre alt gewesen, ich leide da eigentlich gar nicht mehr drunter, also auch unter der sozialen Beschränkung, keine Freunde mehr sehen oder nur noch online und Schule so sehr, ne, alles im Distanzunterricht, digitalisiert und so und Masken. Ich kenne es ja nicht mehr anders. Also ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie es mal war. Das hat eine 11-jährige Schülerin mir gesagt. Und da bleibt einem ja wirklich die Sprache weg, weil man da nicht mehr mit einer einfachen Gesetzesänderung so einfach dahinter kommt. Das ist jetzt schon so internalisiert, dass es ja fast eine Therapie bedarf oder zumindest sehr viel an Natürlichkeit. Und ich meine, wir haben alle immer diese Themen, dass uns Zivilisation und die Regeln, die wir so haben, Sitte und solche ja, Höflichkeitsformen angeht, dass die oft mal, die müssen eingeübt werden und dann werden sie zur Natur, zu unserer zweiten Natur. Und das verlangt oft ein bisschen, ja, beim Kind, du sollst Danke sagen und macht das Kind das aber nicht, weil es das nicht fühlt. Ja, und da gehen wir auch schon, ja, oft, da geht die Gesellschaft oder die Zivilisation ja auch ein bisschen invasiv vor. Aber das hat jetzt so einer Schnelligkeit so einen umfassenden Charakter bekommen, dass man wirklich davon sprechen muss, hier ist, man kann es als gesellschaftliches Experiment ansehen, auch wenn ich nicht weiß, ob da jemand oben sozusagen als Experimentsleiter da steht und dann sagt, ah, jetzt machen wir das und was passiert dann? Aber wir können auf jeden Fall die Effekte davon jetzt selber uns so eben ansehen und das scheint ja auch, das ist dein Beispiel, ist eigentlich wirklich toll, weil
man, also auf perfide Art und Weise toll. Weil keiner will das eigentlich wirklich. Sogar die Polizisten sagen, ja, unseretwegen muss das keiner. Aber durch das ganze System und die Struktur, die das System angenommen hat, führt es dazu, dass man in so eine ganz schiefe Bahn gerät. Und letztendlich kann dann jeder sagen, naja, ich war eigentlich dagegen oder ich war nicht Teil dieser Maschinerie oder Rädchen in dem Uhrwerk. Aber und trotzdem ist es alles so gelaufen. Also ganz erschreckend. Es war auch eine Aussage der Lehrerin, die dann eben auch sagte, naja, wenn man für den Staat arbeitet, dann muss man das eben machen. Da stand ich auch erstmal da und dachte mir so, nein, wo ist Ihre rote Linie, genau. Wo genau. ist Ihr Remonstrationsrecht, was Sie haben? Mhm. Also wie weit gehen Sie, wenn der Staat sagt, das und das müssen Sie machen? Ne? Yeah. Also das, was du gerade angesprochen hast, ne, man kann das sehen, wohin das führt oder was die Auswirkungen von all dem sind. Wir beide und viele andere Menschen sehen das. Aber leider Gottes sehen Millionen Menschen das nicht. Und das ist für mich unbegreiflich. Ich kann das nicht nachempfinden, wie man diese Zusammenhänge und diese Muster nicht erkennen kann. Also natürlich kann ich mir das erklären, weil letzten Endes sind diese Menschen in der Angst gefangen, ja wirklich gefangen, und können gar nicht mehr mit gesundem Menschenverstand das von außen betrachten. Genau. Es ist ja auch erstmal, ja, man muss so ein paar Zahlen zusammenrechnen vielleicht oder man muss vielleicht ein bisschen über den eigenen Horizont oder über den der Propaganda drüber gucken. Aber dann ist es doch auch sehr viel gesunder Menschenverstand. Also, dass das den Kindern nicht gut tut und dass das auch wirtschaftlich schreckliche Folgen haben wird, die sich dann auch wieder auf die Gesundheit, auch auf die psychische Gesundheit niederschlagen werden. Dazu gehört ja nicht mal eine richtige, also dafür brauche ich auch keine Studie, ja, die das bestätigt, die aber mittlerweile auch da sind und Prognosen und so weiter. Und dass da aber schon im gesunden Menschenverstand oder in dem Gefühl für Realitäten eigentlich schon so viel nicht gestimmt hat, das sollte uns wirklich auch ja nachdenklich stimmen, weil da offenbar auch so eine Art, ja, das, was man Common Sense nennt, eben nicht mehr vorhanden ist. Und das überlagert wird von diesem sehr, sehr einseitigen, das wird jetzt so gemacht, das sind die Regeln, die dürfen niemals hinterfragt werden. Wir haben ein Narrativ oder das Gemeinwohl, ja, das da eben sozusagen nicht in Frage gestellt werden darf, ob das überhaupt dadurch erreicht wird, ob es nicht mit anderen Werten in Konflikt steht. Und dann wird das einfach gemacht und zwar wirklich bis zum physischen Unwohlsein und psychischen Unwohlsein der Menschen. Und das ist so wirklich nachdenklich stimmend. Deswegen hat mich das auch so inspiriert, dass du dagegen gesagt hast, sozialistisches Schulsystem, weil darin ja eben auch ein sehr starkes Hinweggehen über die eigenen Bedürfnisse und Interessen der Individuen enthalten ist. Und das ist im Schulsystem angelegt und das ist aber in unserer Gesellschaft genauso. Und letztendlich scheinen die Menschen es zu akzeptieren, das so über sich nicht nur ergehen zu lassen, sondern dass sie sich geradezu darin wiederfinden auch. Sagen, ja, das ist jetzt das System, in dem wir leben. Wer das nicht akzeptiert, der ist eben ein Verschwörungstheoretiker oder der ist unsolidarisch. Ja. Was war denn deine Erfahrung in der Schule, in der du jetzt unterrichtet hast? Warst du der Einzige? Gab es andere Lehrer, die hinterfragt haben oder vielleicht den Ansatz hatten zu hinterfragen, die sich dann aber vielleicht doch wieder in die Angst haben drängen lassen, ihren Job zu verlieren, nicht zu wissen, wie es dann weitergeht, eben als ne, Verschwörungstheoretiker und weiß ich nicht, was alles dargestellt zu werden? Oder hast du das Gefühl so, bin ich hier der Einzige, der noch klar denken kann? Also, wie ist deine Erfahrung? Mein Gefühl war leider so, aber man muss ja auch sagen, die Menschen, also gerade auch durch die Form, die unser gesellschaftliches Zusammenkommen angenommen hat, also dass wir eben uns nicht mehr so einfach treffen an der Kaffeemaschine oder sonst wie auf dem Gang, sondern alles ist so zersplittert und fragmentiert. Man hat nur noch digital vielleicht voneinander Kenntnis. Ja, man müsste schon bewusst jemanden anrufen oder sagen, sag mal, wie findest du das eigentlich? Und da macht man sich ja auch schon verdächtig. Man hat sehr viele Schwingungsebenen verloren. Ja, man steht so vielleicht beim Kaffee zusammen und dann lässt man mal eine
Bemerkungen fallen oder zieht die Augenbraue hoch, bei wenn das Wort Impfung fällt oder so. Das hat man auf einmal nicht mehr. Und deswegen ist es sehr schwer herauszubekommen. Also, soweit ich weiß, bin ich da der Einzige, der zumindest ja so lautstark das gesagt hat. Aber gut, die anderen haben jetzt auch nicht alle einen YouTube-Kanal. Aber ich möchte es nicht ausschließen, dass da doch auch unterschwellig sehr viel, vielleicht auch an sehr viel nicht, aber dass da hin und wieder Momente auch des Nonkonformismus waren und wo man nicht gehorcht hat und wo man sich nicht fügsam gezeigt hat. Aber ich weiß von nicht vielen. Also die Schüler würden sowas eigentlich auch erzählen und sie erzählen eher und auch mit einem gewissen Schrecken und Unverständnis, oh, bei dem Kollegen, da müssen wir am besten zwei Masken übereinander tragen, ja, oder da wollte ich mal was trinken im Unterricht und dann hat er mich angeschnauzt, ja, und so. Also solche Geschichten habe ich relativ oft gehört, aber Geschichten von wegen, ja, der lässt uns draußen Unterricht machen, damit wir die Masken, das ging eine gewisse Zeit lang noch, ausziehen können, sowas habe ich sehr wenig gehört. Und in Deutschland gibt es schon jetzt ein paar Lehrer, die sich da auch jetzt stärker äußern, die auch mutiger werden und die auch, es gab jetzt letztes Wochenende zum Beispiel in Düsseldorf vor dem Landtag eine Art Demonstration von Lehrern. Wir dürfen ja nicht streiken oder die Beamten dürfen ja nicht streiken, aber sie können schon eben demonstrieren und auch eben von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen. Und das tun sie jetzt so langsam. Zu langsam natürlich, aber gut, man wartet das immer ab, wohin geht die Entwicklung? Geht es wieder zurück? Ist das nur eine Zwischenphase? Und jetzt merken sehr viele, nein, das ist weder eine Zwischenphase, noch geht es irgendwie zurück, sondern es wird immer noch schlimmer. Und da sind jetzt einige, die sich auch vernetzen untereinander und die vielleicht sogar dann auch ein positiven Ausblick auf die Zukunft wagen, indem sie sagen, okay, das ist nicht mehr mein Schulsystem, dann muss es etwas anderes sein. Es ist ja immer wieder das, was ich auch denke, wenn ich unterwegs bin in der Stadt und jetzt ja wieder alle ganz glücklich darüber sind, dass sie in Restaurants sitzen dürfen, ne? Und dann auch nicht, also keine Ahnung, da sitzen 50 Leute und mehr dicht an dicht. Also da werden ja auch keine großen Abstände dann eingehalten, ne? Weil wenn sie sitzen, dann weiß das Coronavirus ja ganz genau, dass jetzt inaktiv sein muss. Und wenn ich mir dann überlege, dass diese Kinder in den Schulen getrennt voneinander sitzen, getestet werden, negativ sind, trotzdem die Maske aufbehalten müssen. Warum sind sie dann eigentlich nochmal getestet worden? Und wieso geht das alles im Restaurant, aber in der Schule nicht, wo ja auch permanent die Fenster offen sind? Und wenn sie doch dann am Vormittag getestet worden sind und den ganzen Tag mit ihren Schülern die Zeit verbracht haben, wieso müssen sie dann am Nachmittag eigentlich wieder alleine unterwegs sein oder maximal mit einer Person? Und warum geht Fußballspielen draußen eigentlich nicht, obwohl doch der Test negativ ist? Also ein Kindergehirn sagt doch da niemals zu, das ist total logisch, das verstehe ich. Nee, das nicht, aber es lernt schon, es kommt gar nicht auf mein Verständnis an oder meine Zustimmung schon gar nicht, dass das hier gemacht wird und dass das mit mir gemacht wird, ne? Das ist eben auch ein krasser Nebeneffekt, wenn nicht sogar der Haupteffekt dieser ganzen Geschichte, weil ich schon viele, gerade am Anfang, junge Menschen hatte, die mir dann im Unterricht gesagt haben, also das ist doch total seltsam, so wie du es jetzt auch gerade geschildert hast, diese ganzen Paradoxien, ja, vor dem Schulhof dürfen wir stehen, alle zusammen mit Maske runter und essen und rauchen dann und plaudern, aber sobald wir dann reingehen, müssen wir auf einmal die Masken anziehen, obwohl wir dann im Schulgebäude dann diese Abstandsregelungen haben und so weiter. Und ich habe dann auch gesagt, ja, seltsam finde ich auch. Ich weiß nicht, wie andere Lehrer mit diesem Zweifel, wenn er sich denn überhaupt hat äußern dürfen, umgegangen sind. Ob sie dann gesagt haben, ja, das sind aber die Regeln, die dürfen niemals hinterfragt werden. Oder ob sie sich da auch noch eine Rechtfertigung ausgedacht haben. Aber auf jeden Fall ist ja das Ergebnis, dass alle gelernt haben, ja, aber es ist egal, ob es paradox ist. Und diesen Satz schreibt man ja Voltaire zu, dass er gesagt haben soll, wer immer dich zu Absurditäten bringen kann, der kann dich auch dazu bringen, Gräueltaten zu begehen. Das ist ziemlich krass, aber letztendlich, wenn wir lernen, Dinge zu tun, ohne sie zu verstehen zu müssen, und das eben auf so einer, wir können nicht immer alles verstehen, ja, es ist ja okay, aber letztendlich muss doch grundsätzlich unser Ansatz sein, das muss widerspruchsfrei kommunizierbar sein und auch zumindest mit einem theoretischen Einverständnis erreicht werden können. Also ich muss darauf drängen, dass du verstehst, was mit dir und was mit uns
passiert. Und wenn du das nicht verstehst, muss ich jeglichen Zweifel auch ausräumen können. Und wenn der nicht ausräumbar ist, dann muss ich letztendlich meine Regeln zurücknehmen. Da muss ich sagen, okay, du hast recht. Und das wird nicht gemacht. Und es wird wirklich über mit dem großen Bogen sozusagen diese Maßnahmen ausgeschüttet in all ihrer Widersprüchlichkeit. Und die, die das merken, werden im Grunde genommen stillgehalten. Und das ist ein ganz, ganz schreckliches Lernergebnis. Man könnte jetzt sagen, dass das System hat, ne? Oder dass da ein System dahinter steckt, was vielleicht auch das Endergebnis so herbeiprovozieren möchte, weil die Kinder natürlich dadurch sehr früh, sehr schnell lernen, einfach nicht mehr sagen, was ich wirklich denke, weil sonst kommt das auch nicht gut an und ich muss ja hier in dem System sowieso nur funktionieren und jetzt ist Schule und jetzt muss ich lernen und jetzt muss ich ja sagen und der freie Geist der Kinder, das sehe ich ja selber bei meinem eigenen Sohn, ne? Wenn der versucht, irgendwas neu zu entdecken oder zu machen, wie viele kreative, wunderschöne Ideen der hat. Und wenn ich an die Einschulung dieses Jahr denke, dann ja, gehe ich ins Vertrauen. Dass es wieder neue Wege und neue Türen gibt, die du mir gestern übrigens auch mit einem Interview gezeigt hast, was du geführt hast mit dem Ricardo Leppe. Was du geführt hast, was ich auch allen Menschen wirklich nur empfehlen kann, die Kinder im Schulalter haben, sich das anzuschauen, weil das einfach sehr, sehr interessant ist, dass es doch noch so viele Alternativen gibt und auch gerade immer mehr aus dem Boden geschossen kommen, wie ich finde. Und deswegen sage ich, dass Corona auch durchaus eine heilende Wirkung hat, denn es hat uns auch sehr viel Inspiration gegeben, indem es uns aufgezeigt hat, was wir nicht mehr wollen und wo das zukünftig hingehen kann. Und das ist so auch eine Frage an dich. Ich meine, Eltern waren ja von jetzt auf gleich Lehrer. Also die konnten sich ja gar nicht dagegen wehren, weil Lockdown zu Hause, Homeschooling. Und auf einmal sind dir Sachen gezeigt worden. Ich habe das nur von Freundinnen gelesen und ich stand da und dachte mir so, oh mein Gott, hoffentlich geht das in der ersten Klasse ein bisschen sanfter los, dass man da auch als Eltern wieder rankommt oder reinkommt. Ne? Aber da muss man sich doch fragen, brauchen wir Lehrer in Zukunft eigentlich noch? Das ist auch eine sehr gute Frage, die ich für mich dann auch entdeckt habe in diesem Jahr, in dem ich auch nochmal die Schriften von Ivan Illich gelesen habe, der so in den 70er Jahren schon darüber nachgedacht hat, ist nicht das ganze Übel in unserer Gesellschaft darauf zurückzuführen, dass wir eine total verschulte Gesellschaft haben, nämlich einmal in der Ausweitung der Schulzeit, ja, von ein paar Stunden am Tag bis wirklich fast die gesamte Wachzeit, dann auch im Lebensalter, ja, schon vor dem 6. Lebensjahr gibt es ja schon so eine Art verschulte Kindertagesstätte, dann die Studienzeit ist immer mehr verschult worden und letztendlich ist der Eingriff, den das Schulsystem auf die Gesellschaft und auf die Menschen hat, immer stärker geworden. Was bedeutet, dass wir eben das gar nicht mehr lernen, für unser eigenes Lernen die Verantwortung zu übernehmen, weil es um uns geht und um unsere Interessen und weil wir in dieser Freiheit ja auch erst diese Verantwortung lernen können. Und das war meine Frage auch an sozusagen diese sehr, sehr erstaunliche Situation, dass aus der Jugend nichts gekommen ist. Ne? So wie die Jugend macht das alles so mit und rechtfertigt teilweise das noch, also wo sie nicht eben dann noch skeptisch ist und dann das gewisse, das ist aber komisch. Dann sagt sie hinterher, ja, aber was soll man denn machen? Und also haben mir auch einige gesagt, naja, die Lehrer machen ja auch nur ihren Job und naja, die Politiker, die können ja auch nichts dafür. Und es ist eben so, dass da so eine Art Verteidigungshaltung schon, ne, so automatisch ist. Und Hauptsache, ich komme jetzt hier irgendwie durch und keinerlei eben Bewusstsein dafür, dass man nicht alles mit sich machen lassen muss. Und vielleicht wäre das eben auch die Chance, in dieser Entschulung der Gesellschaft, von der Ivan Illich gesprochen hat, oder zumindest in einem neuen Schulsystem, das der Ricardo Leppe zum Beispiel auch aufzeigt, dass es möglich ist, dass wir da Menschen den Raum geben können, diese Selbstverantwortung und Selbstbestimmung wieder ausleben zu können und dann auch zu sagen, nee, das gibt mir keiner vor. Das ist meine Verantwortung, dass ich jetzt hier gucke, wo mache ich mit und wo mache ich nicht mit. Und dann würde ich auch sagen,
Du hast recht, das ist eine total große Chance, gerade für uns etwas aufzubauen, was wir wirklich selber aufgebaut haben. Wir sind ja auch, jetzt gerade hier in Deutschland, einfach immer nur damit beschenkt worden, ja, wofür wir auch alle ganz dankbar sind, dass man für uns so toll sorgt. Wir sind auch mit Demokratie und Grundrechten beschenkt worden, ja, die haben wir uns nicht selber erkämpft und das führt dazu, dass wir sie oft als selbstverständlich annehmen und dass wir auch dieses Schulsystem als alternativlos ansehen. Und ja, das macht man halt so, das haben wir immer schon so gemacht. Und jetzt kommen wir in die Situation, wo wir vielleicht zum ersten Mal für solche wichtigen Dinge selber kämpfen müssen und sagen, es geht anders. Das Alte ist morsch, das wollen wir nicht mehr. Wir können dieses Neue machen und wir können es mit denen zusammen machen, die das wollen. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm, dass sich diese Spaltung dann dadurch zeigt. Ja, dass diejenigen, die das mitmachen, die Lehrer, die Eltern und vielleicht auch eben die Kinder, dass die auch darin verbleiben können, das ist ihre eigene Entscheidung. Aber alle, die das nicht mitmachen wollen, die können sich mit uns zusammensetzen, um etwas Neues und Schönes aufzubauen. Und vielleicht im besten Fall, wenn das andere dann zugrunde geht und kollabiert, können diejenigen, die sehen, oh, okay, das war wirklich etwas lag stark im Argen, die können rüberkommen und dann kann man immer diese Brücken, ne, die muss man bauen und die muss man offen halten und keine Türen verschließen und dann kann man sagen, guck mal, wir haben in der Zwischenzeit mit denjenigen, die auch auf unserer Wellenlänge da schwingen, etwas Positives Neues aufgebaut und jetzt kann das sogar ein Modell sein für vielleicht die gesamte Gesellschaft. Also in meinen Ohren klingt das wie Musik. Ich finde das sehr, sehr schön. Oder ist es auch tatsächlich etwas, also ich habe da auch mit dem Dr. Med. Klaus Bielau aus Österreich ein sehr interessantes Interview zugeführt. Und der hat eben auch gesagt, dass Corona tatsächlich in so vielen Bereichen des Lebens eine heilende Wirkung hat. Und dass man es immer auch ganzheitlich betrachten muss. Also unsere Systeme heute sind eben so starr. Und das, was du gerade sagtest, dass uns diese Grundrechte und dieses Schulsystem und so, dass das uns geschenkt worden ist. Ich glaube, dass das eines der größten Problematiken vielleicht auch durchaus ist, weil die Menschen verlernt haben, Selbstermächtigung und Selbstverantwortung zu übernehmen. Also wir sind einfach eine Gesellschaft geworden, auch da gehört ja auch Krankheit, also es ist letztlich alles irgendwie, ne? Ich gehe zum Arzt und in dem Moment, wenn der Arzt mir sagt, Sie haben Krebs, ja, da ist jetzt der Arzt für verantwortlich, weil der mir ja die Diagnose gegeben hat, ne? Dass ich diese Krebszellen aber selber gebildet habe und selber dafür verantwortlich bin und auch der Arzt mich nicht heilen kann, sondern ich das alles nur selber tun kann, das ist für viele Menschen so unbegreiflich und so weit weg, obwohl es eigentlich so einfach ist. Aber es müsste in die Schulen gehören und es müsste in den Schulen gelehrt werden, was ist unser Körper eigentlich? Wie funktioniert der? Wofür brauche ich den? Ne? Außer um da permanent irgendwas Essen reinzustopfen, ne? Und irgendwie von A nach B zu laufen. Wir sind selber solche Wunder, aber es wird uns nie beigebracht, sondern eigentlich wird es immer mehr kleiner und kleiner gemacht, dass man eigentlich sollst du gar nicht darüber nachdenken, was du für ein Wunder bist und was du selber eigentlich alles so kannst und wie groß du eigentlich selber bist. Ne? Sondern es geht eigentlich immer so darum, die Menschen so klein zu halten und vielleicht auch so ein Stück weit dumm zu halten, weil dumm lässt sich halt besser manipulieren, steuern, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall steckt da ja auf der anderen Seite auch ein gewisses Profitinteresse drin, wenn man diese Menschen so abhängig hält. Also man muss da gar nicht groß immer nur Böses vermuten, sondern jeder ist da, so wie in deinem Beispiel eben mit den Polizisten und den radfahrenden Kindern, an seiner Stelle im System und sagt, ja, natürlich profitiere ich davon, wenn ich ein paar Medikamente zum Beispiel mehr verkaufen kann oder wenn ich hier die Schüler, da bin ich ja für angestellt, den Schülern den Lehrplan irgendwie näher zu bringen. Und dass es aber insgesamt den Effekt hat, dass es Menschen abhängig macht und auch von sich selbst entfremdet, da ist dann wieder keiner für verantwortlich. Aber eben, da ist dann eigentlich dann doch jeder für verantwortlich, das zu durchschauen und zu merken, wo mache ich da eigentlich mit? Ist das etwas Gesundes, was auch Heilung irgendwie ermöglicht? Ich finde diesen Begriff auch ganz toll, dass du auch sagst, Gesundheit ist ja auch mehr
als nur die Abwesenheit von Krankheit, ne, oder die Abwesenheit von einem positiven Test oder so. Und das ist ja auch etwas, worauf wir jetzt sehr stark unseren Fokus gelenkt haben, auch gerade für die Kinder. Ja, wir müssen alles verhindern, dass dieser Test positiv ist. Ja, aber was alles noch zu deiner Gesundheit gehört und zu den Bedingungen, dass du gesunden kannst, dass du selber eben derjenige bist, der das machen muss und nicht in dieser Abhängigkeit die Gesundheit entsteht. Darauf sollte man wirklich den Fokus legen. Und da gibt es ja auch sehr viel. Also nicht mal die Schulmedizin ist mittlerweile so einseitig, dass sie nur sagen, verschreiben und so weiter. Selbst die Schulmedizin hat da schon sehr viele ganzheitlichere Ansätze. Und dann noch die sogenannte alternative Medizin noch dazu. Aber durch diesen starken Fokus, sagen wir mal sozusagen auf die pharmazeutisch vermittelte Medizin, ist es natürlich alles total in den Hintergrund geraten. Also eine Abhängigkeit zum Beispiel muss ja auch nicht immer was Schlechtes sein, ne? Also viele Dinge werden ja auch immer mit so einem negativen Touch irgendwie belegt. Letzten Endes sind wir ja alle auch abhängig von einem von einer gut funktionierenden Flora und Fauna zum Beispiel, weil die es natürlich auch sehr viel gibt. Nur das Augenmerk ist irgendwie gefühlt nur so auf diese Abhängigkeiten hin zur Pharma beispielsweise gelenkt, ne? Aber eine Abhängigkeit der Natur gegenüber ist doch zum Beispiel was Schönes. Also, ne, wenn man in den Schulen lernt, was können wir eigentlich alles mit Kräutern machen, ne? Und das Unkraut nicht unbedingt was ist, was weg muss, sondern was uns ganz viel geben kann. Das sollten Kinder wissen, das sollten Kinder lernen und das irgendwie von klein auf. Und es ist doch faszinierend, wenn man heute irgendwie durch den Wald läuft und dann weiß, was wächst hier eigentlich, anstatt immer nur so zu denken, okay, das ist grün und das ist braun. Aber per Unterscheidung kriege ich irgendwie gerade nicht hin, ne? Also das sind doch so Dinge, die ich wirklich im täglichen Leben brauche und die mir viel mehr geben, als zu wissen, wann hat 1871 irgendjemand ins Gras gebissen. Das hat der Ricardo Leppe da auch so schön in deinem Interview gesagt, ne? Aber es ist ja wirklich genau das, ne? Dass wir wieder lernen, worauf es wirklich ankommt, was ist wichtig für uns und unser gesamtes Leben. Ganz genau. Auch dieser Begriff Abhängigkeit, den muss man natürlich auch in seinem ambivalenten Charakter sehen. Abhängigkeit ist eine Naturgegebenheit in unserem Leben. Das gehört einfach zu unserer Condition humaine dazu. Die Frage ist zum einen, ist diese Abhängigkeit dazu da, um uns letztendlich ein besseres Leben zu ermöglichen, uns sogar freier zu machen? Ja, paradoxerweise, dass Bindung auch dazu da ist, um letztendlich Selbstbestimmung auch leben zu können. Und ist diese Abhängigkeit selbst gewählt? Nicht jede auch gute Abhängigkeit ist immer selbst gewählt, die von der Mutter zum Beispiel oder eben insgesamt von der Natur, die haben wir nicht gewählt in der Form, aber wir haben doch einige Abhängigkeiten, die wir selber wählen können, vielleicht zum Ehepartner oder ja, wenn man das als Abhängigkeit, ja, also auch positive Abhängigkeit bezeichnen möchte. Und als drittes ist diese Abhängigkeit missbrauchsanfällig. Und die von der Natur, ja, die Abhängigkeit von der Natur, die uns vielleicht sogar instand setzt und in die Lage versetzt, uns selber zu helfen, also wieder eine Unabhängigkeit zu kommen, ist dann doch schon eine Abhängigkeit, andere Abhängigkeit als die von Politikern oder Lobbyisten oder Pharmaunternehmen, die ja, wo der Missbrauch und die Zweckentfremdung ja geradezu dreuend am Himmel steht. Ich würde gerne nochmal mit dir über die zwei Varianten sprechen, wie man denn heutzutage lernen kann. Es gibt ja einmal das kumulative Lernen und einmal das additive Lernen. In den sozialistischen Matrix-Schulen lehrt man kumulatives Lernen, Herrgott. Und beim kumulativen Lernen werden die verschiedenen Lernbereiche ja im Stundentakt in kleine Lektionen zerhackt, ne? Sodass die Lernenden quasi eigentlich kaum Zusammenhänge verstehen können. Eine Stunde Mathematik, eine Stunde Geschichte, gefolgt von Physik, Chemie. Also ich weiß selber noch, was das bei mir immer für ein Chaos im Kopf verursacht hat. Zudem kriegen die Lernenden große Mengen an Hausaufgaben mit nach Hause, dass eigentlich gar keine Zeit mehr dafür ist, das Gelernte in Ruhe zu verarbeiten. Und es bleibt den Lernenden auch eigentlich gar nichts anderes übrig, als alles nur auswendig zu lernen, um es dann nach Vorgabe nachplappern zu können. Also mit anderen Worten, so werden Phonographen gezüchtet.
Die Sozialisten, gleichzeitig eben auch diese Zentralisten, zerschlagen darum das adaptive Lernen und verlangen in allen Schulen, dass kumulativ gelernt wird. Beim adaptiven Lernen ist es aber so, dass es stufengerechtes Lehren und Lernen bedeutet, ne? Also in der Praxis, dass ein Mensch immer einen bestimmten Bereich hat, dem er seine Aufmerksamkeit schenken kann, um das Gelernte dann eben auch zu verarbeiten und zu verstehen, zu können, bis er eben wieder das nächste lernt. Denn die Seele und der Geist lernen von Natur aus immer adaptiv. Die Lebenserfahrung erhalten wir immer additiv. Das fand ich auch übrigens so ein schönes Beispiel von dem Ricardo Leppe, der ja auch sagte, einem Säugling hast du ja keine Grammatik beigebracht, dem hast du auch keine Vokabeln vorgelegt, wo der dann wusste, jetzt muss ich das, das und das lernen, sondern also wir kleinsten Kinder, wir alle sozusagen, haben uns das alles gefühlt selber beigebracht und haben gar keine Lehrer dafür gebraucht, ne? Also die freien Menschen lernen von Natur aus additiv. Was denkst du, warum den Kindern aber in den Schulen die Dinge nicht additiv, also stufengerecht beigebracht werden, sondern warum sie eben kumulativ unterrichtet werden, also nach unten gerichtet? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, es hat ganz stark mit der Verwaltbarkeit zu tun, weil man natürlich über diese auch Fragmentierung des Wissens, ja, wie mit dem Nürnberger Trichter, mal hier, mal da, mal dort, eintrichtern kann. All unsere Rhetorik ist eigentlich anders. Also wenn man sich die Lehrpläne anguckt, dann steht da ganz viel auch erstmal von Selbstbestimmung und selbstgerichtetes Lernen und Kompetenzorientierung, was eigentlich so ein bisschen von diesem Nürnberger Trichter wegkommt. Der Mensch soll eine Fähigkeit entfalten. Aber die Praxis sieht leider dann doch sehr anders aus, weil es eben in dieser ja auch zentralistischen Verwaltbarkeitsideologie eben gar nicht geht, dass an eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen unterschiedlichen Wissensständen und Entwicklungsständen tatsächlich gerecht für jeden gelehrt und gelernt werden kann. Das ist einfach auch eine finanzielle Frage sozusagen, wie viel an Ressourcen möchte man denn da reingeben. Und je weniger man hat, desto einfacher ist es oder desto notwendiger ist es, auf diese kumulative Lernidee zurückzugreifen, weil man die Menschen ja verwalten muss und dann müssen sie alle im gleichen Raum sein und sie müssen eben einen haben, der das anleitet. Und der kann auch nur bis zu einer gewissen Grenze binnendifferenzieren und auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Und die Grenze ist sehr schnell erreicht für einen Einzelnen, der vor 30 Leuten steht. Und auf der anderen Seite steht dieses, du hast es jetzt da additiv genannt und teilweise adaptiv, diesen Begriff. Also dann war meine Zunge wieder schneller, als mein Kopf mitgedacht hat. Nee, ist schon additiv. Additiv, okay, ja. Genau. Weil adaptiv fand ich auch sehr toll. Meine Idee war, oder das ist ja auch eine Idee, die der echten Bildung zugrunde liegt, dass es nicht etwas ist, was von außen kommt und letztendlich wie ein Fremdkörper in uns weiterlebt, ja, sondern fremdes, nicht angeeignetes Wissen, sondern dass die Aneignung darin besteht, dass sich die Seele selber verwandelt dadurch. Also so wie du das eben geschildert hast, also ein Kind, das Sprache lernt oder gehen lernt, das verwandelt sich ja dadurch. Es wird zu einem anderen Menschen. Das heißt, es hat nicht nur ein abstraktes Wissen, sondern es hat eine Fähigkeit, eine Kompetenz, die für es wichtig ist und die es auch als wichtig selber erkannt hat. Und nur deswegen will es das ja auch lernen. Und auf einmal kann es etwas anderes und sieht, oh, ich bin auf einer höheren Entwicklungsstufe. Und das könnte vielleicht auch mit diesem Additiven gemeint sein, dass man dadurch eben, ne, so wie du sagst, stufenweise lernt. Und jetzt bin ich auf einer anderen Entwicklungsstufe. Das heißt, ich habe mich verändert und jetzt ist es deswegen für mich auch wichtig, etwas anderes zu lernen, eine weitere Kompetenz. Und das kann man nicht verwalten. Ja, das ist so individuell, dass sich sozusagen die Seele und das Ding, an dem die Seele lernt, dass die sich gegenseitig beeinflussen, befruchten, verändern und dass man hinterher aus dem Lernprozess als ein anderer Mensch herausgeht, als man hineingekommen ist. Was würdest du denn sagen, was die größte Schwäche und die größten Nachteile am sozialistischen Schulsystem sind und welches sind aus deiner Sicht die größten Stärken und Vorteile? Ja, die Verwaltbarkeit ist natürlich ein gewisser Vorteil, ne, für diejenigen, die dieses verwalten wollen oder die dafür
Bezahlen, wenn man jetzt sagt, das sind vor allem Kostenfragen. Also alles, was in Richtung Massengesellschaft geht, ist natürlich erstmal besser zu bewerkstelligen auf einer gewissen Ebene durch einen Menschen, der zu einem guten Staatsbürger erzogen worden ist und der durch den heimlichen Lehrplan, also das, was da nicht drin steht, sondern was sich unterschwellig vermittelt, dazu erzogen wird, gehorsam zu sein, abzunicken, Verantwortung abzugeben, auch, wie ich finde, Freiheit immer so mit Skepsis zu betrachten oder gar nicht den Wert von Freiheit auch zu verstehen oder auch die Bürde, die Freiheit ja auch bringt, auch für sich selbst und für andere. Und also man hört, diese das sind Vorteile, die sozusagen für den Menschen direkte Nachteile sind, wenn er sich selber als ein Wesen mit Würde ansehen möchte. Denn da geht es eben nicht darum, was funktioniert am besten, was hat den meisten Nutzen für eine Gesellschaft oder das Gemeinwohl, sondern worin wird der Mensch am ehesten in seinem eigenen Wert und Würde gesehen und wo kann er sich selber eben ausleben. Und dann ist das halt offen, was ich bei aller Kompetenzorientierung, die da in der Rhetorik dieser Lehrpläne drin steht, immer sehe, ist, es ist schon fertig, ja, was der Mensch lernen soll und was wichtig sein soll und welches Wissen wertvoll ist und welches nicht. Und das Kind muss dahin kommen. Und eine Blickweise darauf, dass das Kind selber verantwortlich ist für seine eigene Bildung, das Subjekt seiner eigenen Bildung ist, würde halt bedeuten, ich weiß es im Grunde genommen nicht, wo du hin willst. Ja, du musst auch deine eigene Wertsetzung selber schaffen. Und das ist deine große Aufgabe. So, aber mehr kann ich da auch, ich kann das begleiten, aber ich kann das nicht von vornherein vorgeben. Das ist halt super schwer. Wie muss ich mir dich denn vorstellen als Lehrer? Warst du jemand, der versucht hat, das Individuelle in den Kindern zu sehen? Und hast du zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal, auch mal 5 Grade sein lassen? Also wenn der Weg vielleicht nicht der richtige war, aber das Ergebnis war am Ende doch gleich. Also warst du dann so starr, dass du gesagt hast, nein, ich wollte jetzt aber genau diesen Weg sehen und dass der mir gezeigt wird? Oder dass du gesagt hast, ja, okay, es führen eben auch doch mehrere Wege nach Rom und ich lasse das gelten. Wie warst du als Lehrer? Also als Philosophielehrer vor allem, aber auch ein bisschen als Deutschlehrer hat man den großen Vorteil, dass einem diese Möglichkeit gegeben wird. Ja, gerade wenn mein Unterricht war schon eher auf mehr Kreativität, die Kinder durften, sollten oder mussten viel schreiben, sich selber ausdenken und da kreativ sein. Und das bedeutet natürlich, dass man hinterher nicht dann sagen kann, ja, das ist aber die falsche Kreativität und so weiter. Und gerade bei Philosophieren kommt es ja darauf an, wow, du bist auf neue Gedanken gekommen. Ja, da so. Das hat aber natürlich auch alles seine Grenzen und auch gewisse sinnvolle Grenzen, dass man ja auch nicht alles, es ist nicht alles beliebig, ja. Und man muss dann zum Beispiel Grammatik durchnehmen, ja. Man muss es beibringen, wie man auch immer zu dem Wert von Grammatikunterricht steht. Oder man muss auch Textverständnis zum Beispiel auch in der Philosophie lernen. Und wenn jemand sagt, ja, hier Descartes hat das und das gesagt, er hat das aber gar nicht gesagt, dann muss man dann sagen, na, sorry, du hast das falsch verstanden einfach. Ne? Da gibt es ja auch gewisse eine objektive Seite des zu Lernenden. Aber ich glaube, war schon eher jemand, der versucht hat, wenn er die Regeln selber durchsetzen muss, ja, das auch schon mit diesem, also ich finde es immer wichtig zu sagen, das muss auch aus der Liebe dem anderen gegenüber entstehen. Ja, das klingt immer ein bisschen doof, aber ich war durchaus manchmal auch streng, wenn ich gesehen habe, hier hat jemand einfach, hier fängt jemand an zu mobben oder so, ja, oder hier ist jemand auch selbst, sagt, okay, du bist nicht bei der Sache. Ja, du konzentrierst dich nicht. Ne? Und dann war ich schon oft so, dass ich gesagt habe, ich will was von dir. Ja, ich habe einen Anspruch an dich und ich glaube auch, dass du besser bist als das, was du hier leistest. Das ist alles sehr zweischneidig, weil man kann natürlich auch sagen, okay, du musst jetzt erstmal dahinter gucken, warum ist derjenige nicht motiviert? Ja, was kann ich tun, um ihn zu motivieren? Und da ist man dann als Lehrer oft auch, nimmt man vielleicht sogar die Abkürzung zu sagen, ja, das ist der Stoff. Das ist die Note, ja. Das ist die Leistung, die du erbringen musst. Und du bist faul, ja. Du bist nicht motiviert, so. Und jetzt, ich glaube aber an dich und ich will eigentlich, dass du was bringst. Und dass man dann sagt, so, dass man sozusagen an das Ehrgefühl des anderen appelliert. Ist vielleicht auch nicht immer richtig, ne. Und vielleicht die bessere
Bildung und das bessere System wäre vielleicht das, was es den Kindern ermöglicht, sich selber zu motivieren und wo man gar keine Appelle mehr machen muss. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen weltfremd. Also wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, dann würde ich sagen, dass du jetzt aufgrund von Corona und was sich allem offenbart hat, eine Tendenz zur freien Bildung hast, dass sich Menschen frei entwickeln. Ne? Das ist so, dass ich rausgehört habe. Wenn ich jetzt den Gunnar fragen würde, so vor 8 Jahren oder 9 Jahren, ne? Weil du sagtest vorhin schon mal, dass du irgendwie so vor 8 Jahren hast du da mal angefangen, anders zu denken. Wie war denn der junge Gunnar, was nicht heißt, dass du jetzt alt bist, aber ne, also wie war denn der? Ich war schon mal jünger, ja. Der Gunnar, der angefangen hat, Lehrer zu sein und in dem Schulsystem war. Und ich weiß noch, also ich habe mal eine Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten gemacht, ne? Das war auch so Beamtenlevel-Gedönszeugs. Und ich weiß noch, dass meine Familie damals immer gesagt hat, boah, Francine, das ist ja wie ein Sechser im Lotto, ne? Und ich immer nur so dachte, naja, okay, ich sehe das ein bisschen anders. Also der Beamte, so der das, was so der Deutsche wollte, ne, Beamter, Lehrer, man tut was für die Jugend und für die Zukunft des Landes. Wie hast du damals das freie Bildungssystem quasi gesehen? War das was, wo du sagtest, ja, das hat seine Berechtigung, das ist gut? Oder hast du eher gesagt, so, nö, das brauchen wir gar nicht, Schulsystem ist genau richtig so, wie es ist? Und wie hat sich das zu heute verändert? Das ist wirklich eine starke Veränderung gewesen. Ganz am Anfang hatte ich Momente, wo ich so durch die Stadt dann gegangen bin und gesagt, so, ich bin jetzt Lehrer, ich bin jetzt Beamter. Da hinten ist ein Polizist, ja, der ist auch Beamter und ist auch sozusagen angestellt jetzt vom Staat. Das ist auch wirklich was ganz Wertvolles und da hat man auch einen Ethos, den man dann mitträgt und eine Verantwortung dadurch. Und der Polizist und ich und da vielleicht noch, weiß ich nicht, der Verwaltungsfachangestellte, die haben so wichtige Schlüsselfunktionen in der Gesellschaft inne. Auch da muss man Vorbild sein und so. Das ist auch eine schöne Vorstellung, ne, dass unsere Gesellschaft so ist, dass sie sich einen Staat leistet, der nur die besten und auch integristen Persönlichkeiten auch dazu bestellt, sozusagen für den Zusammenhalt und die Stabilität zu sorgen. Das ist dann irgendwann verloren gegangen, weil natürlich auch der Alltag dann immer ein bisschen anders ist und weil man auch sieht, naja, aber wenn das System dann doch eben nicht dazu da ist, um das Positive zu fördern in den Menschen und du bist Teil dieses Systems, vielleicht ist es nicht unbedingt die beste Ausgangssituation. Auf der anderen Seite habe ich aber schon immer ein positives Bild von dieser freien Bildung gehabt und dachte, wow, ja, toll, das geht alles. Also ich kann mir durchaus vorstellen, das mal auszuprobieren. Und ich habe halt dann versucht, so ungefähr vor 8 Jahren, das im Unterricht in der normalen Regelschule umzusetzen und dann ganz vielen sozusagen gesagt, auch wahrscheinlich unverantwortlicherweise, ihr müsst nicht zum Unterricht kommen. Ja, ich mache am Schluss eine Prüfung und ich mache zwischendurch, sollte ich ein Referat halten und das ist noch vielleicht um Texte abgeben und das sind die einzigen 3 Sachen, die ich von euch in dem halben Jahr verlange. Da sieht man immer noch die gewisse Einhängung in das System. Ja, ist immer noch, ich muss ja Noten geben und ich muss auch was haben von euch. Und zwischendurch mache ich Unterricht und ob ihr da seid oder nicht, ihr seid vollkommen frei. Und da sind dann manche auch gar nicht mehr gekommen, 5 Wochen lang. Und manche sind auch gekommen. Da war zumindest das Gefühl, wenn sie jetzt kommen, dann sind sie ja irgendwie motivierter. Ja, weil sie das vielleicht interessant finden oder weil sie nichts anderes haben oder weil sie es internalisiert haben. Ja, so wie man die Masken heutzutage internalisiert hat. Naja, dieser Druck, der ist trotzdem da. Selbst wenn der Lehrer jetzt sagt, du kannst wegbleiben, ich gehe trotzdem hin, weiß man natürlich nicht. Und das habe ich versucht und mit wechselndem Erfolg. Ich habe aber gemerkt, dass es einfach nicht im System passt. Also du kommst ganz schnell an Grenzen und du kannst es nicht im System so umstellen, dass du auf einmal alles freiwillig machst und die Leute sollen sich selber auswählen, ihre Themen und mit wem sie das machen. Und ich habe teilweise wirklich ganz gesagt, bringt mir doch ein Thema mit, was euch interessiert. Im Deutschunterricht kann man das ganz gut machen. Ne? Vorgabe ist, wir wollen eine Art Sachtext schreiben, ja, lernen, wie man Sachtext schreibt, und ihr bringt uns ein Thema mit, was euch interessiert. Ja, Globen und Atlanten zum Beispiel oder wie man ein Auto repariert und so, und darüber schreiben wir jetzt einen Sachtext. Es geht alles, aber viele waren auch überfordert.
Vielleicht habe ich das auch nicht genug. Aber ich habe aber gar nichts, was mich interessiert. So, ne? Und dann, ja, da schlag das Buch auf und mach auf Seite 231 die Nummer 1 bis 5. So, es ist auch einfacher dann. Ne? Es gibt ja im Schulsystem gerade so eine Entwicklung, die sich immer mehr zeigt, die ich mit sehr großer Besorgnis beobachte. Wie ist denn deine Haltung zu den Pflichtfächern wie Frühsexualisierung, Genderismus, Pflichtfeminisierung der Sprache mit der spaltenden Pflicht, dass wir heute auch alles mit diesen Innen versehen sollen? Sollten die Eltern bei diesen Pflichtfächern eine Mitsprache und vor allem, wenn nötig, ein Verweigerungsrecht haben? Ja, auf jeden Fall. Das Problem liegt, glaube ich, grundsätzlich darin, dass wir so wenig Mitspracherecht haben oder vielleicht, dass wir uns auch zu wenig Mitspracherecht herausnehmen. Denn selbst das deutsche Recht in den einzelnen Ländern auch ist ja so, dass man einzelne Gunnar, wir haben kein Bild mehr. Jetzt hat mich gerade jetzt jemand angerufen hier, dass wir diese Freiheiten auch haben, freie Schulen, private Schulen zu gründen oder zu besuchen, wo das eben nicht der Fall ist. Und da muss, glaube ich, da noch jeder für sich die Verantwortung übernehmen und eben herauskommen aus dem, naja, was der Lehrplan so will und was die in den Behörden so für unsere Schüler denken, das wird schon gut sein. Und dann sind es nämlich solche Themen. Ich habe das zwar selber wenig erlebt, muss ich sagen, jetzt im praktischen Alltag, im konkreten Alltag, dass solche Themen da so stark, wie man es ja auch manchmal liest, ne, so als Dystopie geradezu Einzug gehalten hätten. Aber ich würde mir halt wünschen, dass wenn Eltern das nicht wollen, dass sie das absolute Recht haben, sagen, nee, sorry, aber damit muss mein Kind nicht in dem Alter in Kontakt kommen, schon gar nicht eben von staatlicher Autorität verpflichtend gemacht. Und eigentlich existiert diese Freiheit. Man muss sie eigentlich nur viel mehr auch wahrnehmen. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Selbstverantwortung und Selbstermächtigung. Ne? Also nicht immer alles fremd abgeben und anderen das Denken überlassen und die leichte Ausrede nutzen, naja, wird schon alles gut sein, wenn es alle machen. Sondern eben auch selber wieder ja auch eine Wahrnehmung für gewisse Dinge entwickeln. Ne? Ich glaube, das ist auch etwas, was den Menschen nicht erst seit Corona, ich finde, jetzt wird es nur gerade sehr offensichtlich, abhanden gekommen ist. So viele Menschen haben keine Wahrnehmung mehr, die wirklich nur Fake News Medien getreu alles glauben, was in der Presse steht, aber nicht mehr verknüpfen mit, wie ist denn meine Realität da draußen wirklich? Also nehme ich das wahr, was mir irgendjemand über die Medien jetzt hier berichten möchte? Genau. Und da ist eine ganz starke Verknüpfung von dem, was die Schule schon an sozusagen Wahrnehmungsverzerrung bietet. Ja, du nimmst deine eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahr, du nimmst deine eigene Weltwahrnehmung nicht mehr ernst, die zählt nichts. Dann, was die Medien uns präsentieren an wirklich Verzerrung. Und ganz stark hat man das ja da gemerkt, wo man selber mal auf einer Demo war, die sich gegen die Maßnahmen gerichtet hat und gesehen hat, ja, okay, das sind vernünftige Leute hier, das ist ein Durchschnitt der Gesellschaft, da hinten sind auch ein paar Spinner wie überall. Und dann das, was daraus gemacht wurde, medial, und also diese absolute Verzerrung, und dann eben dem eigenen Empfinden auch dem eigenen Körper gegenüber. Also weiß ich jetzt überhaupt, ob ich krank bin? Kann ich das überhaupt noch selber entscheiden? Aha, das sagt mir so ein Test, das sagt mir letztendlich auch eine Industrie, und es wird mir auch gesagt, wann ich gesund zu sein habe, nämlich nur dann, wenn ich geimpft bin. Das ist ja auch eine Dissoziation eben von dem eigenen Empfinden, vom eigenen Körper, von der eigenen Wahrnehmung, und das greift alles so ineinander, und das macht, also das hat Hannah Arendt schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr schön beschrieben, das macht die Menschen einfach anfällig für Ideologien. Ja, wenn sie selber nicht mehr vertrauen können, ihre eigenen Weltweisheit und ihrem gesunden Menschenverstand, dann kommt natürlich umso leichter jemand, der ihnen sagt, wie die Welt ist und zu funktionieren hat und was das Ziel ist, und der setzt das dann, und dann kann man wieder aufatmen und sagen, ah ja, so ist das, das ist das Narrativ, Dankeschön, jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. Und das ist eben eine große Gefahr, die uns bevorstehen könnte. Ja, Gesundsein und Immunsystem, das sind echt absolute Verschwörungstheorien, also das ist auch wirklich etwas, das war das Erste, was ich eigentlich im Frühjahr letzten Jahres dachte,
Warum spricht hier niemand über das Immunsystem, von Gott gegebene Immunsystem und dessen Stärkung? Also was kann ein jeder tun, ohne dass er irgendwie dafür groß ins Portemonnaie greifen muss, große Wissensstände haben muss oder wie auch immer, ne? Also weiß ich auch nicht, früher, da wusste die Oma immer noch ganz genau, ne, wenn du irgendwie Erkältung brauchst, eine Hühnersuppe oder musst eine heiße Zitrone trinken oder wie auch immer. Also das hilft ja nicht nur, wenn man erst krank ist, sondern das kann auch durchaus vorher dem Körper schon helfen, ne, in seine Stärke zu kommen. Ne? Und das alles war nie Thema. Also es ging ja von Anfang an wirklich zielführend darum, es kann uns nur eine Impfung retten und nichts anderes. Und dass man heute in einer Gesellschaft lebt, in der man nachweisen muss, dass man gesund ist, das ist ja an krankem Denken nicht mehr zu überbieten. Total. Und auch alle, die dafür gesorgt haben, gesund zu sein, sind jetzt ja die Gearschten mit Verlaub, weil sie jetzt weder genesen sind und sie wollen sich auch nicht impfen lassen, weil sie Angst um ihre Gesundheit haben. Und jeder, der sozusagen auf diese alten Vorschläge gehört hat und sogar jeder, der diese Maßnahmen so befolgt hat, würde sagen, okay, better safe than sorry, dann halte ich mich vielleicht mal fern, auch wenn ich mich gerade vielleicht selber zur Risikogruppe zähle. Der ist jetzt gesund, aber nicht genesen und der will sich auch nicht impfen lassen, weil er es ja so geschafft hat. Und der wird jetzt eben ausgegrenzt. Also diese Pervertierung oder auch Ignoranz gegenüber diesen Begriffen wie Immunsystem und wirklich auch dem, was kann man selber tun, die schlägt eben um oder zeigt sich dann jetzt auch noch in der in der Ausgrenzung derer, die daran geglaubt haben. Weil man kann ja dann immer sagen, einige haben offensichtlich vergessen, dass es nicht nur die Impfung ist, die einen gesund machen kann und dass man selber dafür eine Verantwortung hat. Ja, aber okay, ich kann ja gleichzeitig noch dafür sorgen. Aber jetzt bin ich eben auch noch im Nachteil dadurch. Und dadurch wird ja so ein Verhalten auch noch belohnt. Ja, da wird ein Verhalten belohnt, eigentlich, dass man sich nicht an die Maßnahmen gehalten hat und nämlich dadurch erkrankt ist. Und dass man abnickt einfach, es gibt nur diesen einen Weg. Also meine Fügsamkeit und mein Konformismus wird dadurch belohnt und alles andere, was auf Eigenverantwortung geht, wird bestraft. Hast du denn für die Eltern eine Empfehlung oder gibt es für Eltern eine Möglichkeit, wenn sie mit diesen Maßnahmen des sozialistischen Schulsystems nicht einverstanden sind, gerade in Zeiten der Corona-Diktatur, mit Maulkorb-Tragepflicht, Zwangstest und auch bald wahrscheinlich diesen Zwangsimpfungen. Was kann man diesen Eltern empfehlen, wie sie ihre Kinder vor diesen Übergriffen schützen können? Das ist sehr schwer, weil das ja sehr individuell ist. Viele Schulen gehen damit auch sehr unterschiedlich um. Zum Glück vielleicht. Ich kenne auch Schulen, da ist zum Beispiel das ganze Kollegium dagegen und auch die Schulleitung sagt, wir machen das nicht. Leider sehr wenig. Und es gibt Schulleiter, die versuchen so einen Weg, wir erfüllen den Geist des Gesetzes oder den Wortlaut des Gesetzes, aber das wird alles nicht so heiß gekocht, gegessen, wie es gekocht wird. Mhm. Aber diejenigen, die da raus wollen eigentlich, ne, die müssen auch raus. Also das ist zumindest mein Schritt und es wäre, glaube ich, auch auf jeden Fall mein Schritt mit den Kindern. Was super schwer ist, weil die Kinder möchten oft in die Schule, die möchten nicht aus ihrem sozialen Verband rausgelöst werden, einfach so. Und das bringt sie oft dazu, zum Beispiel das Ganze zu akzeptieren. Na, dann mache ich halt den Test, dann trage ich halt die Maske, ne, damit ich eben nicht ausgegrenzt werde. Aber ich glaube, die langfristige Lösung kann nur sein, mit anderen Leuten, anderen netten Menschen, andere nette Kinder, die auch ein ähnliches Empfinden haben, dort eine neue Schule zu finden oder aufzubauen und in diese Vernetzung zu gehen. Im Moment ist diese Vernetzungsmöglichkeit auch sehr stark da, weil so große Nachfrage besteht. Auf meiner Seite zum Beispiel kann man immer man geht einfach in ein Zoom-Gespräch dadurch und teilweise sind dann 90, 150 Leute in dem Zoom-Gespräch, die gehen in einzelne Gruppen, die sind regional strukturiert und dann weiß man, in meiner Stadt ist auch jemand, der so denkt oder
sind noch 5 andere. Lass uns mal uns zusammentun. Und da gibt es viele Gruppen auf Telegram zum Beispiel oder eben Vereinigungen, Initiativen wie Eltern stehen auf oder Lehrer für Aufklärung. Oder auch Wir sind frei von dem Ricardo Lepp und seinem Bruder, die diese Initiativen eben ergreifen. Was möchtest du denn als Schlussbotschaft unseren Zuschauern noch senden? Ich könnte zwar gefühlt irgendwie noch mit ewig mit dir weiterquatschen und ich hoffe, dass ich das vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt nochmal wiederholen darf, ein Gespräch mit dir. Aber welche Botschaft möchtest du denn gerne noch an unsere Zuschauer senden? Botschaften. Ja, als Philosoph tut man sich ja immer schwer damit, Botschaften auszusenden, weil es geht ja hier nur um die Analyse. Ich beschreibe ja nur, was ist, aber im Moment ist die Phase ja wirklich eine andere, in der wir sind. Auf jeden Fall den Blick auf was Positives richten, aus dieser rein negativen Haltung auch herauskommen, die notwendig ist, die gut ist und war, zu kritisieren, zu sehen, was passiert, das zu beurteilen und teilweise eben als schlecht zu empfinden, wo es schlecht ist. Aber da sind wir natürlich dann auch in der Reaktion gefangen. Ne? Immer nur so, was haben Sie sich jetzt wieder für einen Wahnsinn überlegt? Ne? Und was kommt jetzt wieder für ein Lauterbach-Zitat um die Ecke? Wenn nicht sogar der Lauterbach um die Ecke kommt, wie es ja hier in Köln öfter mal passieren kann. Dann zu sagen, was kann ich Positives aufbauen? Was kann ich mit anderen machen und wo kann der Weg hingehen? Und für mich ist es konkret eine Art Seminarzentrum, einen Bildungsort aufzubauen. Ich nenne das Refugium. Andere gründen eine Arche oder einen Campus, wie zum Beispiel Ken Jebsen. Und das kann auf sehr vielen Ebenen passieren. Wirklich im analogen Bereich, Orte, Schulen, Bildungsstätten, im digitalen Bereich, neue Netzwerke und Vernetzungsmöglichkeiten. Und das ist, glaube ich, unsere größte Chance im Moment. Das ist auch die Botschaft, die ich gerne an die Zuschauer geben möchte, wirklich wieder in die Selbstermächtigung zu gehen, raus aus dieser teilweise vielleicht auch Angststarre, wenn man geblickt hat, wo das hier eigentlich hinführen soll, wieder zurück ins Vertrauen, dass da viel mehr Menschen da draußen sind, die so anders denken wie wir beide jetzt hier gerade und dass es so viele schöne Möglichkeiten gibt, sich heute zu vernetzen und untereinander den Kontakt zu Gleichgesinnten zu suchen und dieses Band, diese Stärke dieser Gemeinschaft zu nutzen, um auch für die Kinder, eben wie du es gerade sagtest, ne, niemand ist, glaube ich, gerne alleine. Auch als Erwachsener bist du nicht gerne alleine mit deinem Denken. Und wenn du dann weißt, es gibt Menschen, die so ähnlich denken wie du und die gemeinsam etwas erschaffen wollen und für unsere Kinder eine schöne, goldene Zukunft schaffen wollen, dann ist die Energie eine ganz andere, mit der man dann dorthin geht und dort arbeitet und sich auch selber eben einbringt und diese Selbstermächtigung wieder lebt. Auf jeden Fall. Und diese Energie ist ja auch das, wohin die Leute dann folgen. Also wenn man diese positive Energie auch ausstrahlt und dann muss man gar nicht viel überzeugen oder argumentieren oder gar überreden, sondern man strahlt einfach das aus, was man da gerne selber leben möchte und als würde man es schon leben. Man lebt es eigentlich schon und dann sehen andere, okay, das ist für mich interessant, dem will ich nacheifern in gewisser Weise und das ist, glaube ich, der beste Weg. Lieber Gunnar, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und ich freue mich sehr auf die Fortsetzung von unserem Gespräch. Vielen lieben Dank. Danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch, wenn wir über weitere Themen bald sprechen. Liebe Mamas, Papas, Omas, Opas und werdende Eltern, Corona hat uns unter vielem anderen auch gezeigt, dass das sozialistische Schulsystem am Ende ist. Nun ist es wichtig, dass jeder Einzelne in die Selbstermächtigung kommt. Vernetze dich mit Menschen, die so denken wie du. Vernetze dich mit Menschen, welche in ihren Kindern auch ein anderes Schulsystem bieten möchten. Und schließe dich mit Menschen zusammen, die dies bereits leben. Es gibt da draußen so viele Kanäle, die dir zeigen, wie und wo du deinem Kind eine viel bessere Schulbildung gewähren kannst. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann lass uns gern einen Like oder Kommentar da und vergiss nicht, es mit so vielen freiheitsliebenden Menschen wie möglich zu teilen. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten
hier und jetzt.